Hallo und schönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Willkommen zu dem Update. Wir haben ja gestern bereits die Situation auch im DAX angesprochen. Es ist ja praktisch auch was sehr, nicht Außergewöhnliches, aber auf jeden Fall Erwähnenswertes passiert. Und zwar haben wir jetzt im Germany 30, also im DAX, gestern ein neues Tief gesehen. Alle anderen Indizes, also man kann da fast querbeet durchgehen, haben kein neues Tief. Mit neuem Tief meine ich im Vergleich zum 29. Oktober. Das war ja bisher das tiefste Level, was wir in dieser Korrektur allgemein gesehen haben. Also DAX hat praktisch neues Tief gerissen. Viele andere Indizes, also Eurostox, sämtliche europäischen Indizes, die US-Indizes, da wurden keine neuen Tiefpunkte gesetzt. Viel wichtiger sogar, deswegen haben wir hier den S&P zuerst aufgerufen. Der S&P hat sich im Prinzip an dieses Retracement aktuell gehalten. Also wir haben gestern diese 76er im Bereich 2645, Verzeihung, angesprochen, dass wir da praktisch eine Stabilisierung erwarten können als nächstes, wenn wir diesen Tiefpunkt bei 2670 nach unten rausnehmen. Das ist jetzt, Stand jetzt, aktuell tatsächlich auch so erfolgt. Diese 671, die sollten jetzt dann auch zur Eröffnung als Widerstand hier dienen für den S&P. Darauf gilt es dann heute zu achten, also diese Zone hier, das ist dann gleich Widerstand. Bis zu diesem Level haben wir theoretisch Platz, um diese Rallye dann weiter gedeihen zu lassen und zumindest eben bis zu diesem Widerstand dann zu kommen. Wichtig ist, also prozyklisch müssen wir diese Hochpunkte von letzter Woche oder vom Montag besser gesagt rausnehmen. 2750, dann würde sich hier eine zweite mögliche Rallye dann eben in den US-Märkten einstellen, also mit zweiter Rallye. Was wird damit gemeint? Ich zeige es Ihnen mal schematisch. Und zwar, wir haben vom Tiefpunkt absolut praktisch hier diesen ersten Anstieg, Korrektur in 3. Im Prinzip wiederum tiefer als das 61er Retracement. Sollte das Tief hier links mit dem blauen Pfeil nicht unterschritten werden, haben wir die Chance, praktisch eine zweite Rallye hier reinzusetzen, die dann irgendwo in den Bereich 2870 gehen sollte. Das ist eine Option, die praktisch möglich wäre, solange dieser Tiefpunkt nicht rausgenommen wird. Auch diese Gestaltung innerhalb dieses zweiten Abverkaufs ist interessant. Also ich lösche mal hier diese Extensions. Und zwar haben wir ebenfalls, also letzte Woche praktisch diesen ersten Abschnitt, dann tatsächlich Rallye-Versuch gescheitert an diesem Widerstandsbereich und ein neues Tief gestern sozusagen. Und auch dieser Bereich eben wäre dreiwellig, also Korrektur. Deswegen dementsprechend dieses 76er Retracement, also hier links, im Bereich dieser 2650 sehr, sehr interessant. Und im Moment hält diese Marke, sodass man sogar das Risiko von dem Tief am 29. auf das gestrige Tief setzen kann, falls gestern long gehandelt wurde. Das wäre die Option. Ansonsten über dem Level hier, das wäre ein Long-Einstieg, also prozyklisch. Alles, was dann darunter geht, unter das Tief vom 29. Oktober, würde dann Abverkauf mit sich bringen in Richtung Jahrestiefpunkte. Das können wir dann aus dem Tageschart sehen. Die Jahrestiefs, die liegen dann nochmals fast 100 Punkte tiefer, Richtung 2530. Okay, das dann zum S&P mit diesem 76er Retracement, das eben hier gehalten hat. Okay, dann hatten wir die Tage den Bitcoin angesprochen und den möchte ich nochmal kurz mit Ihnen durchgehen, weil sich da der Unterstützungsbereich, der wurde fast auf den Cent genau getroffen. Ich zeige es Ihnen mal. Und es gibt heute tatsächlich auch eine erste tolle Rallye. Und da haben wir es nochmal. Und zwar, das war der Chart. Und
Okay, und zwar geht es praktisch darum, ja, letztes Jahr, fast um die gleiche Zeit, haben wir hier ja diesen Blow-Off gehabt. Insgesamt ist dann das Jahr 2018 für die Krypto-Fans eher enttäuschend. Ja, massive Verluste, egal welche Kryptowährung man nimmt. Und an sich für diesen Bitcoin-Wert haben wir eine interessante Situation. Und zwar haben wir praktisch eine Dreierbewegung, die sich insgesamt so darstellen sollte. Die Frage ist halt, inwieweit wir praktisch das 127er Retracement Extension Level ansteuern von dieser B-Welle oder ob dann später noch das 161er im Bereich 2300 tatsächlich nochmals angesteuert wird. Kurzfristig, diese Zone hier, die sich jetzt ergibt, die ist wirklich sehr interessant. Das ist praktisch die Zone, die als Konfluenzpunkt angesehen werden kann, also 127er Extension von dieser großen B-Welle und von dieser letzten Bewegung hätten wir hier das 161er Extension Level. Also perfekt, um eben Bounce zu initiieren, zumindest eben in Richtung 5000, also in Richtung 127er und auch dieses grünen horizontalen Strichs. Das wäre die erste große Widerstandsmarke. Also bis in diesem Bereich wäre eine Rallye durchaus dann möglich, bevor ja, sich wieder der Markt entscheidet, ob wir nochmals diesen Umweg letztendlich über 2300 dann benötigen. Auch von diesem Zwischenhoch lässt sich das Ganze als Ending Diagonal letztendlich dann charakterisieren. Also wir brauchen fünf Schritte sozusagen, drei Trendschritte, zwei, die jeweils dagegen gehen. Wir haben hier diesen ersten Schritt, Gegenbewegung, zweiter Schritt, also neues Tief, Gegenbewegung und nun eben diesen dritten Schritt mit diesem neuen Tief eben unter der 5700er Marke. Und im Prinzip diese Ending Diagonal wäre erreicht, würde so ausreichen. Wer dementsprechend diesen Wert handelt, der, wie gesagt, kann sich an diesem kleinen Unterstützungspunkt orientieren. Es ist ein guter Punkt für einen Bounce. Möglicherweise ist sogar mehr, das hier fertig wird. Also diese komplette Korrektur dann vom Jahresanfang, die dann eben ja tatsächlich wieder die Chance hat, in Richtung 5,7, vielleicht sogar dann auf 8,5 zu steigen. Also als erste wichtige Langfristziele in diesem Markt, wenn der bullische Konsens siegt. Ansonsten kurzfristig, wenn der Markt praktisch an diesem Level hier scheitern sollte, dann besteht noch Restrisiko, dass sogar dieses 161er Level auf der Unterseite in Richtung 2300 aktiviert wird. Also dieser Punkt hier dann. Das wären dann mögliche Routen für diesen Markt. Also wirklich im Moment wahrscheinlich der einzigste Punkt in diesem Jahr, der diese Aufmerksamkeit dann in diesem Wert verdient hat. Okay, das dazu, wie gesagt, einfach nur nebenbei, weil es sehr interessant ist. Grundsätzlich, wenn man sich so den Kursverlauf des Bitcoins anschaut, so kann es durchaus als Leading-Indikator sogar bezeichnet werden. Es ist interessant, wenn zum Beispiel der Bitcoin ja in eine Rallye jeweils übergeht, dann schließen sich andere Risiko-Assets dem an und ja, die Märkte an sich, also Aktienmärkte sind ebenfalls Risiko-Assets, können sich dann dementsprechend erholen und steigen dann im Tandem. Also interessanter Stimmungsbarometer sozusagen. Okay, dann wollte ich mir nochmals eine Aktie anschauen, und zwar die Covestro. Die hat gestern für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar gab es eine Gewinnwarnung. Charttechnisch war es interessant, weil der Markt ein neues Tief hier etabliert hat. Ich zeichne es zuerst mal ein. Also hier ein neues Tief unter die 50,50. Und also nach meinem Verständnis würde praktisch mit diesem Tief, also die Mindestbedingung ist erfüllt, wir haben ein neues Tief, wir haben auch das 127er Extension auch hier erreicht, würde praktisch eine 5er Abwärtssequenz enden in diesem Wert.
Na, jetzt habe ich es dunkel gemacht. So, und diese Fünfer-Sequenz würde eine C-Welle, ausgehend eben von diesem Allzeithoch im Januar, dann abschließen. Schematisch, ich zeichne es einfach nur nochmal größer ein, haben wir praktisch von diesem Doppeltop haben wir eine Dreierbewegung, also einmal hier dieser Weg komplett runter, dann dementsprechend die Gegenbewegung und jetzt der Fünfer, ausgehend eben von diesem Hoch bei 84, 1, 2, 3, 4, 5, hätten wir das erfüllt. Natürlich ist es immer schwierig, ein genaues Ziel letztendlich zu bekunden. Man kann die Verhältnisse von 1 zu 5 in Verbindung setzen oder komplett eben bis zur 3 und dann mit 0,61 multiplizieren. Das wäre dementsprechend die Möglichkeit. Ansonsten, man kann es auch über diese Extension Levels machen. Was lässt sich grundsätzlich sagen? Also ist ein Tageschart, dieser Bereich hier zwischen 47 und 44 wäre perfekt, um ein gewisses Tief in dieser Wert, also Covestro-Aktie, zu etablieren und darauf dann eben zu spekulieren, dass in den nächsten Wochen und Monaten eine Erholung Minimum in dieser Art dann stattfindet, in Richtung 62 und möglicherweise 73. Und ab dem Moment gibt es dann wiederum zwei Optionen, dass wir durchstarten auf ein neues Allzeithoch oder dass die Aktie dann komplett wegbricht, vermutlich dann auch mit dem kompletten Markt, dass sich dann in der noch größeren Ansicht, also Wochenchart, dass sich hier dann sogar so etwas bildet, um weitere Kursverluste dann mit sich zu bringen. Also das wäre interessant, vor allem eben mit dieser Situation dann gestern Gewinnwarnung, würde aber eine Welle 5 dann beenden und also der Bereich, auf den wollte ich hinaus, kann man sich auf die Watchlist setzen und beobachten. Okay, das dementsprechend ebenfalls ein interessanter Wert. Okay, dann nochmal ein Blick auf den Germany 30. Jawohl, da haben wir gestern ebenfalls tatsächlich diese Option eines neuen Tiefs angesprochen, wenn praktisch das 76er Retracement, ich zeige es Ihnen nochmal, nicht hält. Und das war dann relativ früh klar, dass es nicht hält. Okay, also unter dem 76er, das war hier bei 200. War eben die Gefahr groß, dass wir durchgereicht werden, dass wir die Stops dementsprechend hier holen. Und der Markt hat es gemacht, wir haben ein neues Tief. Und die Frage, die sich eben stellt oder die wir uns gestern schon gestellt haben, ist, ob der Markt hier tatsächlich dieses Stop-Greifen spielt, dass wir eben diesen Anstieg haben. Wir haben eine B-Welle in dieses neue Tief, bevor dann die zweite Erholungsrallye Richtung 860 und 12.100 dann noch folgen kann. Dieser Abverkauf, der lässt sich auch tatsächlich in zwei Strecken aufteilen. Und zwar wird das hier praktisch die erste Gegenbewegung und dann eben in das Tief gestern die zweite Strecke. Wichtig ist jetzt, der Markt hat potenziell Platz bis zu diesem Bruchpunkt. Ich zeichne es mal ein, also bis zum Tief des ersten Wegstücks. Und dieses Tief, das liegt hier im Bereich 270. Das ist praktisch großer Widerstand hier im Markt. Bis zu diesem Punkt hätten wir ja heute Morgen dementsprechend Platz. Das wäre möglich. Wichtig ist vor allem für den Markt, dass das vermeidet, nachhaltig jetzt unter diesen 11.048 zu handeln, damit wir eben keinen weiteren Rutsch erleben, um dann aus dem Tageschart dieses Trump-Level, welches wir definiert haben, dann noch zu attackieren. Also Trump-Level, wo soll das sein? Das sind hier diese Hochpunkte, bevor eben diese Trump-Rallye hier begonnen hatte. Und wir würden eben von oben nach unten direkt auf dieses Level dann durchhandeln. Was ebenfalls zu beachten ist, in diesem Bereich liegt dann auch das 61er Retracement von dieser kompletten Aufwärtsstrecke. Und man kann praktisch diesen Support
Bereich auf dieses Ganze dann sogar dann ausdehnen. Also unter dem Tief von 11.048 bzw. dem Tief von gestern sollte es einen Rutsch auf diese Marke geben. Solange das vermieden wird, hat der Markt tatsächlich die Chance, eben auch mit dieser Idee hier weiterzukommen, dass wir dementsprechend hier hoch eine Rallye bekommen. Also man könnte dann auch weitergehen und sogar dieses Tief als Abschluss eines größeren Impulses definieren. Ich zeige es Ihnen mal, was ich damit meine, aber das würde dann zu weit gehen. Es wäre dann dementsprechend einfach von diesem Hoch, dass wir diesen Impuls tatsächlich so ausdehnen und dass er gestern mit diesem Tief das Ganze abgeschlossen hat. Also wirklich auffallend ist, dass der DAX eben als einziger Index einen Tiefpunkt gestern hinterlassen hat. Also weder in Japan noch in Amerika. Sie können sich auch die europäischen Indizes anschauen. Italien, Eurostoxx, wie gesagt, da wurde kein Tief gemacht. Und deswegen ist es eine verflixte Geschichte. Auch interessant, das Thema des Streams ist ja heute Nvidia. Haben wir uns gestern ebenfalls, oder habe ich mir angeschaut, Moment. Ich zeige es Ihnen mal, auch dort sieht es brutal aus, aber es sieht korrektiv aus. Und ich zeige es Ihnen einfach mal aus dem Tageschart, was da möglicherweise läuft. Und zwar, also klar, wir haben ein All-Time-High letztendlich im Oktober dieses Jahres gemacht und wir haben jetzt innerhalb von 6 Wochen, ja fast die Hälfte korrigiert und die Korrektur ist halt wie folgt, dass wir von dem Hochpunkt eben in 2 Abschnitten bisher runterliefen, also sprich, das sollte der erste Abschnitt sein, Gegenbewegung, zweiter Abschnitt. Und man kann auch die Gegenbewegung praktisch mit einem Fibo eben nach unten messen. Und da hat man praktisch ja, im Bereich 150 das 161er Extension Level. Ging gestern deutlich drunter, haben das wieder geschlossen. Sehr, sehr große Vola dementsprechend, aber es sieht tatsächlich dreiwellig aus, also Korrektur eines Trendes. Das bedeutet, wir sind noch im Trend. Und man kann auch Folgendes machen, und zwar einfach hier die erste Wegstrecke messen, das wären 113 Dollar in etwa und von der zweiten hätten wir 90, wenn man diesen Wert mit 0,61 multipliziert, kommt man genau auf 70, also ja, ist eine Extension von 20 Dollar. Deswegen eine taffe Geschichte hier. Also es kann eine Unterstützung sein in der Nvidia, kann auch dann dementsprechend eine Reversal-Kerze sein gestern. Ist natürlich immer gefährlich, wenn der Trend so stark und so eindeutig nach unten zeigt. Aber wir werden es beobachten. Sehr interessante Geschichte ebenfalls, was hier mit den US-Techs passiert. Okay, Indizes haben wir besprochen, Bitcoin ebenfalls, Covestro als Bonus. In dem Sinne erstmal Good Trades, viel Erfolg und Ade.